Okay, Leute. Es geht weiter. Aber erstmal, Berichte aus das Tagebuch. Jeden Tag nach der Arbeit gehen wir drei zu unserem Treffpunkt auf den Uhrenturm und essen ein Eis. Wir reden nicht viel, aber wir würden diese Unterhaltung unendlich fehlen. Ob es Axel und Schienen genauso geht, haben die anderen Mitglieder der Organisation auch Rituale? Schwer vorstellbar. Speichern wir mal ab. Wie lange ist es her? Ach, ist denn gar nicht so lange? Ja, ist nie so lange her. Okay. Ich weiß noch, was jetzt kommt. Als erstes kriegen wir bei ihm jetzt was. Hey Mann, entschuldige, dass ich dich schon wieder belästige. Ab wie immer. Aber hast du Eisen? Ja, überreichen. Dafür kriegen wir von ihm ein Energietag. Luxor, was sagst du? Wie läuft das Spiel? Ja, ne, wie läuft dein Spiel eher? Und Sigi? Komm in die Gänge, Tiger. Und er gibt uns gleich was. Foxes, aufgrund deiner hervorragenden Leistungen statte ich dich mit einem neuen Rang aus. Es sind jetzt neue Waren im Laden verfügbar. Außerdem darfst du ab sofort Waffentappen schmieden. Lerne diese Fähigkeit. Du hast den Rang eines Rekruten erreicht. Jetzt bist du ein Soldat. In der Armee der Organisation. Komm. Und, Mogri, dein neuer Rang bedeutet, ich kann dir die heißesten Waren zeigen. Das Beste. Die neuen Sachen, Kupo. Außerdem hast du jetzt das Recht, Waffentafeln zu schmieden, Kupo. Versuch's mal, Kupo. Geschmiedete Waffentafeln sind besser als gekauft, oder? Die Belohnung, Kupo. Okay. Kaufen. Erstmal das hier, dann das hier. Feldfreigeber brauche ich immer. Was gibt's da noch für mich? Vita kann ich eigentlich kaufen, aber das kommt später. Autoschutz. Fernvisier kann, Gegner vom Weiten dann beobachten, also Anvisier meine ich. Nicht beobachten. Klingt so stalkerhaft. So. So. Okay, schmieden wir uns mal was. Wir können ja uns Waffentafeln jetzt schmieden. Flinkheitsmod. Ich könnte mir das jetzt schmieden. Ring des Angriffs. Abwehrkraft. Der Name ist schon verwirrend. Ring des Angriffs. Dabei steigert nur die Verteidigung. Ring des Glücks. Okay, ich mach mal diesen Flinkheitsmod plus 4. Schmieden abgeschlossen. Okay, ich rüste mal das aus. Wie das aussieht. Ach ja, ich wollte mir immer die neuen Schlüsselschwerter kaufen. Oh, das sind so viele Schlüsselschwerter, die man da kaufen kann. Erstmal Platz schaffen. So, 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 so und so. Du kommst dann hier hin. Du kommst dahin. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Ja, kommt hin. Du kommst da rein und ich brauche ein Eis. Dafür. Zusatztasche brauche ich erstmal nicht, weil ich momentan nicht genügend Rucksäcke habe dafür. Autoschutz, das ist ein gut. Wir leben dann weiter. Aber erstmal kurz sehen. Wo ist Flinkheitsmod? Da. Dafür nehme ich das da oben raus. Flinkheitsmod. Passt perfekt da rein. Ich nehme noch den Autoschutz. Ermöglicht dir, dich zu heilen, wenn alle deine AP verbraucht sind. Einmalige Anwendung. Also kann man immer gebrauchen. Also wenn man stirbt, lebt man weiter. Haha. Magieeinheit. Okay, jetzt kann ich das da einfügen. Energieeinheit und Abwehreinheit. Okay. Fechterin. Habe ich gar nicht ausgerüstet. Okay. Potion Plus. Okay. Blumenwiderstand. Was ist ein Blumenwiderstand? Werde ich mit Blumen angegriffen oder was? Ach, diese dämlichen Blumenwiderstand. Ja, komm, ich mach ein bisschen Blumenwiderstand. Kann man immer gebrauchen, Leute. Blumen sind sehr gefährlich. Man sieht es hier in diesem Spiel. Blumen sind sehr gefährlich. Und Magie könnte ich auch gebrauchen. Ey, passt doch noch perfekt. Dann dahin.
Ich habe Aero. Aero ist nicht so gut. Ich will ja Blitz haben. Das kommt auch noch. Okay, dann haben wir das. Speichern das ab. Und dabei sind schon 5 Minuten vergangen. Hey. Okay, dann haben wir das auch. Was, wie sah das Schwert aus? Ach, das werde ich sowieso gleich sehen, wenn wir die neue Welt betreten. Und Sykes. Heute schicke ich dich mit Sigma auf Aufklärungsmission in eine neue Welt. Die Welt kennt ihr und liebt ihr. Olympus. Begib dich mit Sigma in die neue Welt und sammle Informationen. Blitz. Oh, wir kriegen Blitz. Gut, wenn man gerade von Blitz redet. Haha. Okay. Epische Musik. Ist der Sound auf 20? Ja, ist gut. Olympus Kolosseum, Arena des Olymps. Ey, das sieht so eklig aus. Die hätten das echt weglassen können. Die Leute, die das spielen, müssen schon ein bisschen, mindestens Basiswissen von Englisch können, um das zu verstehen. Okay, schließen wir die Untersuchung ab und kehren nach Hause zurück. Was untersuchen wir denn? Wir untersuchen alles, was zu untersuchen ist. Vielleicht gibt es hier neue Rekruten. Neue Rekruten? Welche Leute sucht die Organisation? Niemande. Niemande? Ach, du meinst mit E am Ende. Bingo, du weißt ja, dass ein Niemand zu einem Herzlosen wird, wenn die Dunkelheit sein Herz erfasst hat. Sagen wir, das Herz ist stark, sehr stark. Manchmal gibt es eine Art Nebenprodukt, ein Niemand. Nimm die Stärksten von ihnen. Die Allerbesten, steck sie in einem Raum und du hast uns die Organisation. Haha. Ich wusste gar nicht, dass alle hier Elite sind. Du gehörst zur Elite, Roxas, du gehörst zur Elite. Haha, Elite von wegen. Du und Shion, ihr seid die wirklich, wirklich Außergewöhnlichen. Was? Warum? Ja, warum wohl? Oh, die Mülleimer und die riesen Tutus. Oho, unsere Kaffeekränzchen ist vorbei. Zeit zum Aufräumen, Roxas. Kaffeekränzchen for the win. Okay. Ey, der greift zu lange an. Der hört nicht auf anzugreifen, also Roxas. Ey, das ist ein heftiges Schlüsselschwert. Das sieht auch geil aus. Gut, Sigi. Wie hoch der geht. Was willst du, Mülleimer der Natur? Mini-Kanone, okay. Okay. Ich kann nichts sehen. Hallo, ich will was machen. Man sieht den Unterschied, wenn es auf Profi ist. Bis er einen Mülleimer zu Tode bekommt. Und kein Gelegge. Das ist das Beste. Und du Inferno Tutut oder was da steht, keine Ahnung. Der greift zu lange an, aber das Schaden. Von wem habe ich gerade eine Potion bekommen? Ich glaube von Sigi. Okay. Komm, weiter angreifen. Komm, du bist gleich tot. Geklärt. Auch noch sehr wenig verloren. Aber durch Hilfe. Da seid ihr ja. Ich habe schon auf euch gewartet. Hm? Füll das Alter. Ihr dicke Oberarme. Dicke Bauch. Was hat euch so lange aufgehalten? Ich habe schon alles vorbereitet. Der hat so dicke Oberarme. Los, fang an. Wenn du ein Held sein willst, musst du so schnell wie möglich beginnen. Was aber ich bin. Hier zum Trainieren. Ich weiß. Spar dir deinen Atem, Kleiner. Dicke Popo. Ach übrigens, guter Kampf. Herr hat gesagt, du hättest Potenzial. Das muss man ihm lassen. Er hat ein Auge für Talente. Ich unterrichte nicht jeden. Ich hoffe, du bist bereit zu schwitzen. Nein. Ich glaube, du verwechselst nicht. Sigma, sag es ihm. So in Stich gelassen. Sigma, wo hast du... So in Stich gelassen. Dein Kampfstil ist besser als deine Pfütze. Konzentriere dich. Hast du auch einen Namen?
Roxas. Roxas. Okay, Roxas, ich muss das Trainingsgerät auf Herz und Nieren prüfen. Triff mich in der Arena, wenn du bereit bist. Aber lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Riesenpopo mit dicke Ober und dicke Bauch. Hey, dicke Bauch. Wow, Roxas, wirst du jetzt zum mächtigen Helden? Jetzt auf einmal aus dem Nichts. Sigma, warum hast du mich einfach so verlassen? Warum? Um mich zu verstecken. Ob du es glaubst oder nicht, die Organisation führt eine Geheimoperation durch. Tja, tja, aber... Hat doch wunderbar funktioniert, oder nicht? Wie kommst du darauf? Du musst hier nicht so rumschleichen, jetzt wo du einer von ihnen bist. Ich bin sicher, du wärst der beste mächtige Held, den wir je hatten. Hey! Mächtiger? Was soll das heißen? Was heißt es? Was heißt es denn? Hey, lässt du mich einfach allein? Von wegen, ich will dich nur in Ruhe trainieren lassen. Deine Zukunft ist mir wichtig, Roxas. Der haut einfach ab, er hat keinen Bock mehr. Vielleicht so dicke Oberarme. Dicke Oberarm. Oh, na gut, ich mach das schon. Ich sollte mich erst ein wenig umsehen, bevor ich in die Arena gehe. Da hast du recht. Wie viele Schätze gibt es hier? 2, dann weiß ich, wo die sind. Sind die in der Säule? Komm, untersuch. Die Statuen, die Architektur, alles ist hier so beeindruckend. Das muss die Arena sein. Ach, Sherlock Holmes hat was rausbekommen. Seine Analysen. Die sind so atemberaubend. Gott, ist die Statue groß. Gut, dass es in echt keine großen Krieger gibt. Roxas. Ich sag dir mal eins. Sei ruhig. Sei einfach mal ruhig. Gut, das sind alle, die Ranglisten gut. Wieder an Rangliste. Erster Platz Sura. Sura wurde erwähnt. Donnersplitter. Und nichts angreifen. Eine Rangliste. Erster Platz Herkules. Man hat jetzt Soras Namen zum ersten Mal hier gehört. Das sind Namen mit Zahlen daneben auf der Tafel. Eine Rangliste. Wie oft willst du das noch sagen, verdammte? Was soll ich noch untersuchen? Achso, es gibt ja noch diese Löcher hier an der Wand. Man kann auch irgendwas an den Wänden untersuchen. Auf der anderen Seite war das dann. Sag ich da. Sind das ja von den Fenstern sind Wolken? Wo bin ich hier? Im Himmel, mein Freund, im Himmel. Da siehst du die dicke Wolke. Die dicke Bärte. Okay, das war's dann, oder? Okay, das war's dann. Und wir gehen rein. Wir haben alles untersucht. Anfängertraining, 0 Punkte. So viele Trophäen. Das hier ist auf jeden Fall die schönste. Ich habe diese Blitzlichter auf der Tür da draußen gesehen. Ja, ich hab's verstanden, dass ich Anfänger bin. Diese Trophäen sehen anders aus als die anderen. Roxas hat die geholt. Zora meine ich. Diese Trophäe sieht aus wie ein Schild. Wieder eine Trophäe. Sehr schön gearbeitet. Sind das Hörner? Roxas, seine Analysefähigkeiten sind atemberaubend. Trainieren wie ein Champion. Zum Training musst du Ketten schaffen. Okay, viele Punkte gibt es nur mit Ketten. Jede Wette ohne Kette, kein Erfolg. Okay, ich soll also Ketten machen. Hab ich das alles so analysiert? Ich weiß es nicht. Okay, legen wir los. Bist du bereit? Ich muss mich noch weiter umsehen. Hast du etwa vergessen, deine Sandalen zu schnüren? Mach schon. Jede Sekunde zählt. Ich warte genau hier auf dich. Wie, du musst dich noch weiter umsehen? Was gibt's dir noch anzugucken, verdammte Scheiße nochmal? Was willst du dir angucken? Oh, ich glaube, ich weiß, was er sich angucken will. Die große Tür da hinten. Ist es das? Ich wusste es da.
Säulen vor der Tür. Vielleicht ist das hier ein Tempel. Hier sind lauter Blitzzeichen. Ich glaube, jetzt sehe ich klar. Die Arena muss ein Veranstaltungsort sein. Das würde die ganze Trophäe erklären. Sehen aus, könnte man sie bei einer Sportveranstaltung gewinnen. Und dann noch die Tafeln. Das müssen die Gewinner sein. Wer war nochmal der Erste? Ich habe seinen Namen doch vergessen. Ich hab seinen Namen doch gesehen. Herkules, nicht Herakles. Ja, das war Stand Herkules. Muss der Härteste hier sein. Wie er wohl so ist. Ganz schön still für eine Arena. Ich höre keinen Applaus. Der Wettkampf muss vorbei sein. So viel zum Rumschleichen. Reinschleichen. Wenn ich mehr herausfinden möchte, muss ich so tun, als wäre ich zum Training hier. Ja, du musst so tun. Versuchen kann man es ja mal, oder? Neuer Durchbruch. Okay. Oh, der Part ist auch bald wieder vorbei. Endlich legen wir los. Alles klar für Training, Kleiner? Ja. Wir sollen ja... Was sollen wir genau machen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ach so. Seid nicht die Böse. Ja, um Punkte zu sammeln. Das kennt man ja. Ich höre das Telefon. Ich gehe nicht ran. Ob ich es mit einem Hieb schaffe? Ich weiß es nicht. Sehen wir mal. Habe ich es geschafft? Sehen wir mal, was er dazu sagt. Nur 29 Meter. Das habe ich in etwa erwartet. Versuch nächstes Mal 150 Punkte zu erreichen, okay? Willst du es nochmal versuchen? Wir können es eigentlich so oft machen, wie man es will. Bis wir 150 erreicht haben, glaube ich. Okay. Ich hätte 150 ja geschafft, wenn ich nicht diesen dummen Fehler gemacht hätte. Und denk nicht, dass es Skills. Ich versuche irgendwie mein Bestes gerade nur. Ja, das hast du in etwa erwartet. Versuche jetzt mal 150 Punkte zu erreichen. Ja, okay, ich versuch's. Ja. Ich muss mehr schaffen. Ich muss mehr schaffen. Ja, ist klar. Das war ein guter Anfang, würde ich mal sagen. Aber man macht manchmal diese unnötigen Moves, deswegen dauert es etwas, glaube ich, länger. Ach ja, er meint ja diese Ketten. Ich habe total vergessen, dass man diese Ketten machen kann. Ja, ja, ja.
Ich hab's geschafft. Knapp, aber ich hab's geschafft. 105. Ah, nicht schlecht, Kleiner. Gar nicht schlecht. Versuche nächstes Mal 200 Punkte zu erreichen. Okay, das war's dann. Nein. Hab ich das dann geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Okay, Roxas, wir machen wir Schluss für heute. Nicht schlecht für dein erstes Mal in der Arena. Mach genau so weiter, Kleiner. Das ist gut, denn wir können jede Hilfe gebrauchen. Hilfe wobei? Warum suchst du überhaupt nach Rekruten? Nach neuen Rekruten? Man könnte sagen, wir sind etwas unterbesetzt. Gibt's hier denn keine starken Personen? Bist du des Wahnsinns? Wir haben hier einen echten Helden. Mich mit den dicken Oberarmen. Der Chef hier ist mein Musterschüler. Hast du ihn schon mal in der Arena gesehen? So dicke Oberarme. Was macht er hier? Warte, du hast dich eingeschrieben, ohne zu wissen, wie die Spiele sind? Lass es mich so erklären. Man nehme einen Helden und ein gigantisches Monster, okay? Und die beiden kämpfen dann vor Publikum gegeneinander. Dafür gibt es diesen Ort. Jedenfalls bis die Herzlosen überall aufgetaucht sind. Der Champ hat in letzter Zeit jede Menge Überstunden machen müssen. Die Spiele sind also wie ein Turnier. Kann ich daran teilnehmen? Du, bei den Spielen? was daran so komisch? Ich habe jetzt zwei Worte für dich, Kleiner. Nicht deine Liga. Das sind drei. Okay, aber bevor du damit machst, brauchst du noch viel mehr Training. Dieser Ort ist also für die Spiele. Da waren überall Tribünen. Es kommen also Leute, um zuzusehen. Aber die sieht man irgendwie nie bei Kingdom Hearts oder so. Obwohl ich am Wettkampf teilnehmen darf, wenn ich das Training mitmache. Ich kann jetzt wohl zurück zum Schloss. Ich habe mich ziemlich gut umgesehen. Okay. Und wir sehen uns das nächste Mal.